Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. So, wir waren hier bei Napoleon Bonaparte im Zimmer. Nee, bei Manuel. Ach, ich muss mal näher rutschen. Ach, Godoy. Oder? Ja, ich glaube schon. So, aber von dem wollen wir ja nicht. Sie wollen ja immer noch den Wollner finden. Und. Oh. Ich muss eh da lang. Wo könnte der denn sein? Huh, that's me. Ist er vielleicht in unserem Zimmer? Ich versuch's einfach mal. Oh. A pound. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Dear Monsieur de Richet. Ja, hatten wir auch schon. Okay, bei mir ist nichts. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Genau, der Kardinal. Der ist auf jeden Fall da. Bin ich eigentlich bei dem schon im Zimmer? I have no time to lose, so I might as well not bother him. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend Cardinal Bishop Chiaramonti is following its course. I place my trust in you. May God bless you and give you protection. SS Giovanni Angelico Braschi. Okay. Ich glaube, ich war hier tatsächlich noch nicht drin. Great. Honey. Honey. Venus and Cupid with a satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Amber crystals. Na gut, ich rede trotzdem mal mit ihm. I have no time to lose, so I might as well not bother him. Okay, ich soll nicht mit ihm reden. Alles klar, gut. Das Zimmer ist zu. Ich finde den Wollner nicht. President George Washington. Hier, hä? Also ich verwirrt. Ich finde den Wollner nicht. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ja, da war ich gerade. Okay, so. Wir kommen hier langsam ein bisschen durcheinander. Ich finde den Wollner nicht. Da kann er jetzt nicht. Hä? Monsieur Johann van Wollner. Hä? Wo soll denn der jetzt sein? Sind ja sowieso so viele verschütt.
gerade. Dann gehe ich es jetzt nochmal durch, alles. Jetzt ist Napoleon weg. Weiß er vielleicht, wo er ist? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Anscheinend nicht. So, er ist noch hier. Hier sitzt keiner, nein. Ist doch eigenartig. Ist gleich jemand draußen auf der Bank? Ich weiß auch nicht, wie so eine blöde Sphäre aussieht, ey. Atreus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Das ist immer dasselbe Buch. Ob der vielleicht draußen ist. Sitzt der vielleicht hier irgendwie auf der Bank oder so? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass der hier draußen irgendwie auf einer Bank sitzt. Wo man weiß ja nie, ne? Könnte ja doch so sein. Ich glaube nicht, aber wo könnte der denn noch sein? Ich habe doch in jedem Zimmer nachgeguckt. In jedem Zimmer. Hier komme ich gar nicht rein. Also draußen ist er definitiv nicht. Eingesperrt hier kann er auch nicht sein. Er kann ja nur noch irgendwo oben sein. Aber oben war ich. Gehen wir nochmal alles durch. Ich weiß nicht, wo der sein soll. So, hier sitzt keiner. Die saßen ja auch draußen, ne? Monsieur Johann van Wulne. Gehen wir jetzt nochmal in sein Zimmer rein.
sein, dass der nicht hier ist, ey. Guck auch auf seinem Balkon nach. Ich übersehe den ja auch nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den übersehe. Der ist nicht hier. Der ist einfach nicht hier. In our Millery sphere. Ach, da ist er doch. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Oh! The alchemist is a young man. Oh, bin ich doof, ey. Ich hätte einfach nur dieses Teil da nehmen sollen. So. Jetzt müssen wir runter zu unserer Mutter. Und ich dachte schon, ich bin doch nicht blöd. Jetzt weiß ich auch, was dieses Sphärending ist. Das ist dieses große Teil, was da in der Mitte ist. In dem einen Raum, bevor es in diesen Geheimraum geht, der hinter dem Kamin ist. Ach, deswegen meinte er auch so, das ist so ein großes Teil und... Ja, ja. Ich konnte vorher mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Ich wusste nicht, was das ist. Amaryllensphäre oder so. Konnte ich nichts mit anfangen. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Wo kommen die Nägel rein? What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there. Because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse. Was? Nochmal. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse. Ort, Kapitel, Vers. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it, the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Okay, ich muss jetzt aber nochmal, ich habe das jetzt gerade nämlich nicht, ich habe gerade nämlich aufgeschrieben, Ort, Kapitel, Vers. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, Kapitel 2, Vers 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it, the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead,
I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Okay. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Lustig. Wir haben hier die Sphäre. Das Kreuz in die Steuerkonsole. Okay. Wähle ein Thema aus und stecke Nägel in die Tür. Oh. Ich blick das alles jetzt gerade nicht, aber okay. Erstmal die ganze Tür analysieren. It looks like there are three types of inscriptions. Oh Gott. Oh. Erstmal die, genau, den Ort identifizieren. Nee, erstmal herausfinden, wie es funktioniert. There are three styles of writing and I've got three nails. There must be a link. I must surely put in one nail per category. Die Inschrift lesen. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals and Roman numerals. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Fresko analysieren, die Details ansehen. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Über die Abkürzung nachdenken, über die Abkürzung nachdenken. Why, of course. I, N, R, I. Jesus, Nazarenus, Rex, Iudorum. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Okay. Scheiße. Notizen anzeigen. Oh, das dauert jetzt ein bisschen. Also Nazareth haben wir schon mal raus, ne? Würde ich jetzt sagen. Wo ist denn Nazareth? Ich komme nicht drauf, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich muss da mal in Ruhe überlegen. Es geht jetzt von eurer Zeit ab, deswegen sind es da nur 10 Minuten. Aber wir wollen es ja schaffen. Ich blende mich gleich wieder ein. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe jetzt wirklich
fast eine Stunde lang hier gesessen und gerätselt und ich komme einfach nicht irgendwie, dass ich mir 100% sicher sein kann. Und ich habe nachgeguckt. Ja, ich habe mir die Lösung für dieses Rätsel angeguckt. Und ja, es kann wirklich passieren, dass wenn wir falsch liegen, dass es dann halt Hand ab ist. Da ich aber jetzt irgendwie nicht weiß, wie ich sonst weiterkomme, habe ich mir jetzt, ja, mache ich das jetzt halt mit der Lösung. Ich weiß, es ist blöde. Ich habe mich jetzt aber sonst halt nicht in dem Spiel weiter spoilern lassen. Nur in diese Tür müssen wir wohl rein. Und ja, ich, ne? So, die Nägel reinstecken. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich soll jetzt hier, ich habe jetzt hier so ein Bild vor mir. Da muss ich gucken, wie das bleibt. Ich muss jetzt erstmal die Nägel reinstecken, aber wo? Wenn sie sich hingehört haben, lassen sie nur seine Hand in das Nachstecken und drücken sie in den Hebel. Okay, wir haben. Ich spreche mit den Herzen hier, so wie die spezifische Daten herauszunehmen. Den ersten Aspekt der Karte freizuschalten, sie müssen die Nägel in die Kerben des Rades bei. 10. 1920, was? Hier. Dann bei der 17. Und Golgothea. Wow. Okay. Okay. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. So müssen Sie das Rad mit den Daten, Symbolen und Monden ausrichten. Wenn Sie den Prozess des Glaubens sich bestimmen, wenn Sie nicht endgültig gelassen werden. So. Deine Hand hineinstecken. Die ganze Tür in den Fresko, die Nägel hineinstecken, innere Rätsel analysieren. Kann ich das auch noch? Surely be a connection between the wheels. Das Rad mit den Datumsangaben analysieren. This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Okay, jetzt müssen wir hier zu den Rädern. Oder? Ich muss nachgucken. Von dort aus müssen Sie dann das Rad auf Produktur hervorheben, wie in der Abbildung unten gezeigt. Von dort aus müssen Sie das Rad mit den Daten, Symbolen und Monden ausrichten. Okay. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das T sollte nach Norden zeigen. Niemals ohne Socken wandern. Niemals. Also T soll nach O. Also das T muss nach oben. Okay. Okay.
sollte auch nach oben. Genau. Rohren ausgerechnet, sondern die Blutflecken beide nach Südosten zeigen sollten. Die Blutflecken. So. Mhm. Okay, hab ich. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig und wir kriegen jetzt unsere Hand nicht ab und ja. Vorbei. Wir könnten natürlich wahrscheinlich jetzt, wir hätten wahrscheinlich hiermit einiges herausfinden können. Und hier mit der Bibel hätten wir wahrscheinlich auch das alles herausfinden können. Aber this exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Ich habe ja hier, ich habe wirklich mir alles angeguckt. Ich habe mir das hier mit den Mondphasen angeguckt. Ich habe mir das mit der Bibel noch angeguckt. Ich habe wirklich keine Ahnung gekriegt. Ne? Also es ist wirklich ein Rätsel, das es in sich hat. Ich habe auch im Internet geguckt. Es soll wohl das Schwerste sein in dem ganzen Spiel. Also finde ich auch zum Beispiel. Deswegen habe ich mich jetzt für die Lösung entschieden, weil wie gesagt, ich möchte die Hand nicht abhaben und ich möchte natürlich auch weiterkommen hier. Deswegen wäre es das jetzt, wir stecken jetzt unsere Hand da rein und ja, hoffen auf gutes Gelingen. Oh Gott. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Oh Gott. Wie sie das sagt, good luck. T8A und ja, am Hebel ziehen. Ich hoffe, das war alles so richtig. Oh Gott. I never doubted you, my son. Oh, ich bin gerade gestorben. Die Hand von Tür? Okay, Episode 3, Kapitel 10, die Glaubensprobe, erfolgreich. Ich habe alle Schlüssel, die ich laut meiner Mutter finden sollte. Ich habe das Kreuz gefunden. Ich habe die Ergebnisse der Konferenz mit Manuel Godoy besprochen. Ich habe von Napoleon Informationen zur Amiralsphäre erhalten. Ich habe herausgefunden, dass George Washington weiterhin das Verschwinden meiner Mutter untersucht. Ich habe das erste Rad der Kryptatür entriegelt. Ich habe den Code der Kryptatür geknackt. So, dann verteilen wir direkt erstmal Punkte. Da würde ich jetzt hier was drauf verteilen. Und, ja. So. Und würde jetzt hier aber erstmal Schluss machen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.